Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir uns eine kurze Variante von unserer Welt. Die Welt ist ungefähr ein Jahr alt. Mit dabei ist der Kalli. Hi, noch einmal. Hier ist ein Weihnachtsmarkt. Den haben wir als Weihnachtswäsche gebaut. Der ist, da gibt es so viele Shops. Und das war's ja auch schon. Okay, jetzt gehen wir zu meiner Base. Das ist einer der Highlights von dieser Welt. Es sind über 30 Stunden Arbeit in der Base oder mehr? Viel mehr. Ja, über 50. Okay, hier, ja, er hat hier die Base baue ich schon seit Mitte März oder so. Kalli hat hier eine Stadt aufgebaut im alten, im Mittelalter. Stil. Für Weihnachten und für Winter Special hat er hier auch einen Christbaum aufgebaut. Das ist meine die Base. Das sollte eine alte Ruine sein. Ja, ich habe wo schon alles verwachsen ist. Mit sogar einem Krater. Und zum Beispiel hier sind noch die ganzen Dächer umgefallen und so. Es schaut insgesamt ziemlich geil aus. Jetzt fliegen wir über eine Base, wo man nicht drüber reden muss. Hier ist unsere Trading Station, die noch erweitert werden kann. Alle wichtigen Charme sind mal hier. Ja. Und weiter geht's zu. Hier stehen bleiben. Hier ist ein sehr seltener Mob, den wir gefangen haben. So. Gefunden, als wir eine Eisenbahn gebaut haben. Das war vor einem halben Jahr, so im April. Sehr selten. Und die Eisenbahn hier ist eigentlich gar nicht. Die geht gar nicht wegen den Villagern nebenan. Jetzt fliegen wir mal zu Blankets Ocean Base. Ja. Für das habe ich ungefähr 60 Stunden Arbeit gebraucht mit Materialien farmen. Ich hab auch geholfen beim Ausgraben. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Hier, sie ist schon ziemlich fertig, aber man muss ein bisschen noch. Oder mit dir? Let's go. Und hier kann man. Was kommt her, Blanke? Hier kann man auch erkennen, dass man unten ist der Ozean tief und so dunkel und dann wird es immer heller und heller. Bis man ganz oben ankommt, ist man Glas. Das war mir selbst, und, dass es sehr natürlich ausschaut. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal in den Nether. Komm her. Ja, ich komm. Hier ist unser Nether-Hub. Wir haben hier viele Portale, die zu unterschiedlichen Orten geht. Hier ist zum Beispiel meine Base, hier ist Kallis Base und hier ist zum Beispiel Link Base. Das ist die Base, von der wir nicht reden wollen. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal in geht zum Endportal und zur Netherbase. Es gibt auch ein paar Way, aber ich fliege meistens einfach mit dem Ding. Ja, okay. Meine Netherbase ist hier. Komm, danke. Die ist auch sehr schön gestaltet worden, wie ihr jetzt hier seht. Ja, ich habe dafür, glaube ich, 3 Tage lang dran gebaut. War nicht so schwer. Goldblöcken und. Aber leider wurde sie von einem gewissen jemand ein bisschen gegrieft. Und kurz, ich kann ja auch. Und man kann hier auch noch Lava von der Decke. Man kann dann noch so Lava fließen von der Decke schon, ja? Danke. Ach, ja. Lava fließen. Ja. Dann kann man. Okay, hier ist noch eine Trap. Ja, hier ist noch eine Trap. Insgesamt ist es sehr cool gestaltet. Und hier ist noch ein Respawn Anchor und ja. Jetzt gehen wir weiter. Wir gehen zu unserer Main Farming Area. Dort haben wir viele krasse Farmen, aber nicht alle. Wir werden natürlich alle zeigen, weil es dauert auch zu lange. Wir haben nämlich sehr viele Farmen. Eine Farm ist auch eine Sugarcane-Farm von Shulkcraft. Wir werden zwar Shulkcraft auch in der Subscription verlinken, weil die meisten Farmen sind von ihm. Props an ihm.
Hier ist die Sugarcane Farm. Sie funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und da hinten haben wir hier haben wir ein riesiges Modul von der Eisenfarm. Hier ist noch Tripstone. Und da vorne ist noch eine Holzfarm. Die Tripstone Farm ist insgesamt nicht so effizient, aber die kann man auch nicht so krass erweitern. Außer mit vier Modulen. Okay. Generator. Wie ihr seht, ist diese Sugarcane Farm auch krass. Ja, also die ist komplett voll. Die ist ganz oben voll. Ja, moin. So, okay. Bring ihn mal zurück. Oh, Junge, das schaffe ich hier nicht. Oh, ich stirb was. Jetzt wollen wir euch nochmal zum Weihnachtsmarkt führen und das war's dann auch schon mit der Tour. Ja. Wir fliegen noch ein bisschen herum in der Gegend, da könnt ihr nicht rumschauen. Super, wir laufen herum. Ja. Okay, warte kurz, ich denke, wir beenden das Video hier gleich bei meiner Netherbase. Ja. Meine Blage. So. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und wir werden auch mehr Videos in dieser Welt machen, weil das ist unsere beste Survival-Welt. Und ja, wir werden dem auch noch mehr Videos hier holen. Ja. Vielleicht auch mit anderen Leuten, wahrscheinlich eher nicht. Ciao. Okay.